Zeit für die geilste Zeit, Zeit für Spiel 6, Kurt-Frenzel-Stadion Augsburg. Die Panther gegen den ERC Red Bull München, Halbfinale der DL Playoffs. Und das Spiel 6 bedeutet, ja, es kann heute eine Mannschaft ins Finale kommen. Und das ist der deutsche Meister, der ERC Red Bull München. Die haben nämlich Matchbook, hatten ja gegen die Panther 1-2 in der Serie zurückgelegen, aber mittlerweile eben wieder auf 3-2 gestellt. Dementsprechend eine Menge drin. Mannheim wartet, kommt München hinzu. Diese Frage klären wir heute in den kommenden 60 Minuten auf dem Eis mit unserem Experten, mit Jochen Hecht. Herzlich willkommen, Jochen. Schön, hallo, dass du da servus. Bist. Ja, Jochen, wenn man sich so vorneweg diese Serie angeguckt hat, Halbfinale, Mannheim ist durch, auf der anderen Seite hier diese Serie. Hättest du damit gerechnet, dass wir hier ein Spiel 6 haben und nach wie vor eine sehr enge Serie? Gerechnet damit habe ich schon, dass wir hier Spiel 6 haben. Also ist eine enge Serie, es sind zwei Mannschaften, die auf Augenhöhe sind. Aber dass die Serie so eng ist, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, dass man nach oben, nach unten ein paar Ausreißer sind, aber so eng nicht. Gasner in der Mitte, ist Wongs mit dabei. Kastner, Wongs, lass dich auf! Das ist Tor! So, da kommt nochmal für ein Tor, der will das wieder! 26! Sekunden vor dem Ende! Brady Lamb geblockt von Schack nochmal. Tor! Augsburg gewinnt! Mitchell mit dem Schuss. Nachschuss da und Joslin mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel. Joslin, der geht durch! Und der passt. Da ist das Tor. München geht in der Best of Seven mit 3-2 in Führung. So, sie werden wieder ein Faktor sein, höchstwahrscheinlich. Die Augsburger Fans, die wie immer in den Playoffs hier schon wieder, man kann sagen, Stunden vor Spielbeginn das Stadion gefüllt haben. Und es ist laut, wie man das gewohnt ist aus Augsburg. Und da sind wir bereit hier für das erste Pulli. Los geht's. München in Weiß von links nach rechts. Die Panther in den grünen Trikots. Klar, der Start immer wichtig. Das erste Tor auch. Wir schauen mal auf die erste Chance. Mauer scheitert an Roa. Nachschuss geht am Tor vorbei. Nicht mal 20 Sekunden gespielt. Die erste dicke Möglichkeit hier für München. Nochmal Mauer in der Schlussposition. Und wieder Roa mit dem rechten Schoner. Also gleich mal ein schwungvoller Beginn der Münchner, die natürlich vorlegen wollen. Das ist klar. Das war auch so zu erwarten. Das hat Mike Stewart angesprochen vor der Partie. Und das muss natürlich auch der Plan sein, während München jetzt hier das Icing nimmt. Jochen Hecht, erstmal Grüße auch an dich, dass du hier bist, auch angekommen bist hier oben. Wir sehen hier nochmal diese Möglichkeit. Frank Mauer, schön gemacht, täuscht den Schussarm kurz und dann nimmt er noch einen Schritt in die Mitte rein. Der ist natürlich ein gefährlicher Stürmer für die Münchner, aber das ist genau der Start, den sie wollen. Ein bisschen das Publikum herausnehmen mit den guten ersten 5 Minuten. Bislang in dieser Serie immer das Team erfolgreich, das auch das erste Tor erzielt hat in den 5 Spielen. Also das ist schon ein entscheidender Faktor. Und logischerweise ist das irgendwo im Hinterkopf und dann willst du auch dieses erste Tor hier erzielen. Mein Back. Van Hager. Und in der neutralen Zone abgefangen von Hase. Matt White. Die Möglichkeit für München nach vorn zu kommen. Elis, Scheibe tief gespielt. Das Valentine dazwischen. Holzmann. Ah, da schaltet sich Valentine gleich offensiv mit ein. So zur blauen Linie. Schuss abgeblockt. Und jetzt die Kontermöglichkeit für Andrew Botnar. Schack ganz allein auf sich gestellt. Bringt die Scheibe zum Tor. Und wieder ist Rohr zur Stelle. Stretchpass vor zur blauen Linie. Gut weitergeleitet. Gill legt hinter das Tor. Den
Stretchpatz, den wir eben gesehen haben. Ich glaube, den werden wir heute öfters sehen. Der Mittel, das die Augsburger oft suchen, mit einem Pass die neutrale Zone zu überqueren und ins gegnerische Drittel zu kommen. Das haben wir auch immer wieder beobachten können in der Serie, dass Augsburg dann mindestens ein vorne platziert. Diesmal waren es sogar gleich zwei Spieler. Und wir haben es auch von Max Stewart ja vor dem Spiel gehört. Sie müssen halt Tore schießen. Das war ein Problem bislang in dieser Serie insgesamt, aber gerade eben auch in den letzten zwei Spielen, die sie verloren haben. Es ist sehr ungewöhnlich, dass so wenig Tore geschossen für, besonders für München, für eine Mannschaft, die viele Tore schießt in der regulären Saison. Und dann nur zwei oder ein Tor teilweise schießt. So, wir schauen mal auf die Halbfinalzahlen von Danny aus den Birken und die sind ja überragend. Wir haben schon viel gesprochen über die Goalies in dieser Serie, aber wenn man sich das nochmal anschaut, 94,7% Fangquote, ein Shutout, das ist schon bemerkenswert gut und nicht schlechter auf der anderen Seite. Olivier Roy, können wir auch gleich nochmal sehen. Also es ist dann natürlich, wenn so wenig Tore fallen, logischerweise sind vor allen Dingen dann auch die Zahlen der Goalies dementsprechend gut. Und Roy muss gleich nochmal ran. Kommt schon einiges zu tun hier in diesen ersten drei Minuten. Christensen. An der Bande lang, aber auf der anderen Seite keinen Abnehmer. Augsburg hat zumindest das eigene Drittel verlassen. Dann Button schnell wieder nach vorn. Und die Scheibe geht tief in Richtung Schack. Mit Kastner zusammen da im Vorcheck hinterm Tor der Panther. Sehr aggressiv von den Münchnern schon wieder. Seidenberg bis unter die Torlinie gefahren, um vorzuchecken als Verteidiger. Gegenangriff für Augsburg. Da kommt er noch rechtzeitig zurück. Hat den Puck jetzt auch wieder unter Kontrolle gebracht. Der war eine Weile im Equipment irgendwo verschwunden. Jetzt geht es zurück zur blauen Linie. Tölzer spielt hinten an die Bande. Der Puck kommt da gefährlich vors Tor, aber kein Augsburger im Slot. Und die Chance für München wieder hinten auszuspielen. Abseits. Gegen Box. So, und da haben wir gerade schon Danny aus den Birken gesehen. Hier sind die Zahlen von Olivier Roy in dieser Serie, in diesen fünf Spielen. 215 Schüsse hat er aufs Tor bekommen. 95,8% davon parieren können. Über ihn wurde schon so viel gesagt, aber es ist schon bemerkenswert, diese Entwicklung gerade auch von Roy in dieser Saison zu sehen. Für Danny aus den Birken auf der anderen Seite ist es vielleicht nicht so ungewöhnlich. Spieler und Torhüter des Jahres und der kennt sich aus in den Playoffs, hat er immer gute Leistungen gebracht, auch in den letzten zwei Jahren, wo er der Meister-Goalie war, ist ja auch schon beeindruckende Zahlen hingelegt. Im Vergleich übrigens, weil wir gerade die Zahlen von Roy gesehen haben, mit über 200 Saves, in den sieben Spielen im Viertelfinale waren es nur 156. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man in fünf Spielen schon mal deutlich mehr aufs Tor bekommt als in sieben zuvor. Zeigt eben aber auch natürlich, dass München eine große Qualität mitbringt, wie wir wissen. Und ein Spiel mit dabei gewesen, was dreifache Overtime ging. Da ist bestimmt auch einiges zusammengekommen. Zwei sogar, und zwar Spiel 1 und Spiel 3. Ja. Und da waren einige Möglichkeiten dabei, sich auszuzeichnen. Jetzt Bortnatschak. Schuss. Schöner Schuss. Ein bisschen zu ungenau, aber München fällt auf, Jochen. Die geben hier viele Schüsse in der Anfangsphase. Sehr schnell die Münchner, die umschalten von Verteidigung in den Sturm. Sie machen auch nicht lang rum an der blauen Linie. Sie schießen die Scheibe tief, wie hier jetzt wieder, und checken vor mit zwei Mann richtig hart und dann pinschen die Verteidiger auch an der Bande runter. Augsburg kommt da mit der Scheibe raus diesmal. Über die Bande ins Münchner Drittel, aber es ist noch ein Abseits angezeigt gegen die Panther. Die müssen sich da auch erstmal wieder zurückziehen und jetzt wird es dann doch abgepfiffen. Weil Holzmann da an der Blau nochmal dazwischen hackt. Schiedsrichter bzw. Linienrichter sagt Abseits und es geht damit das Bulli ins Drittel der Panther. Seite. Überlässt hinten für Trevor Parks, der die Position übernommen hat, wirft die Scheibe zum Tor.
eingesammelt vor dem Kasten von Rohr und geklärt. Kein Icing. Und Gill im Vorcheck holt die Scheibe, aber Mitchell fängt den Pass ab. Seidenberg und Parks, die diesmal nicht so weit kommen. Schack. Mal Schack. Bisschen Probleme hat da mit der Puckkontrolle, aber Unterstützung war da. Anjeda. Hier schon wieder weit, schon wieder ganz weit draußen an der weiten blauen Linie. Matt White in dem Fall, der die Scheibe jetzt hinter das Tor spielt. Aber München bislang in der Lage, da immer sehr schnell das eigene Drittel zu verlassen. Vorcheck von Augsburg, der noch nicht so durchschlagskräftig ist hier in diesen ersten 6,5 Minuten. Eder mit Christensen. Reul. Schießt von der Blauen und Olivier Rohr ohne Rebound. München schaut, dass sie den Puck sehr schnell zum Tor kriegen. Ein Querpass im offensiven Drittel hoch zum Verteidiger. Also auch sehr wichtig für den Verteidiger, dass er die Scheibe dann durchbekommt und nicht noch geblockt wird. Aber das hat Boyle hier sehr gut gemacht. Auch gesehen, wie das Tor in Spiel 5 zustande gekommen ist. Park, der da abgefälscht hat vor dem Kasten von Rohr. Das ist aber insgesamt eine Geschichte, die beide Teams ganz gut bislang hinbekommen, defensiv. Also das heißt, vor dem eigenen Tor gut ausboxen, wenig an Rebounds zulassen fürs gegnerische Team. Ja, aber auch muss ich sagen, die Münchner waren doch erfolgreich mit Point Shots. Jocelyn mit einem Game Winner oder Strafe ist jetzt angezeigt gegen München. Brooks, der da hinterm Tor von Rohr ein bisschen die Balance verliert, Verteidiger mitnimmt. Ist ausgerutscht anscheinend. Der Schauder hat auf seinen Schlittschuh geschaut. Ist anscheinend die Kufe irgendwas, eine Kante verloren oder vielleicht sogar die Kufe rausgegangen. Augsburg so lange mit 6 Spielern. Jetzt hat München Puckkontrolle und dann wird die Strafe ausgesprochen. 2 Minuten wegen Beinstellens. Hier sehen wir es nochmal. Da rutscht er irgendwie weg. Ja. Das ist natürlich unabsichtlich, was Vox da macht, aber es ist nichtsdestotrotz eine Strafe, weil er eben Lamp damit auch die Beine wegzieht. Also das erste Powerplay in diesem Spiel geht an die Augsburger Panther. Hier ist jetzt eine Möglichkeit, ein bisschen für Augsburg ins Spiel reinzukommen, die Scheibe zu behaupten, ein gutes Powerplay aufzuziehen und so ein bisschen Momentum für sich zu gewinnen. Sie bräuchten da auch mal wieder ein Erfolgserlebnis. In den letzten 3 Spielen nicht mehr im Powerplay getroffen, die Panther. Und wir wissen, Special Teams, die haben einen großen Einfluss innerhalb so einer Serie. Sie haben auch die Saison über ein sehr gutes Überzahlspiel gehabt. Wir erinnern uns auch an das Siegtor in Spiel 2 hier in Augsburg, kurz vor Schluss. Auch das ein Powerplay-Tor gewesen von Drew LeBlanc. Schauen wir mal, wie es sich anlässt hier, dieses erste Überzahlspiel der Panther. Der Aufbau von hinten, aber Gill kann diesen Pass nicht kontrollieren. Chance für die Red Bulls zur Befreiung. Genutzt von Michi Wolf. Und Pat McNeil muss zurück hinter das eigene Tor. Schnell dazwischen. Augsburg schafft es hier nicht, in dieser ersten Minute irgendwas aufzuziehen im gegnerischen Drittel. Ja, sie versuchen es jetzt vielleicht. Schnelle 3 gegen 2 Situation. Mit LeBlanc, der erstmal nochmal die Bremse betätigt. Geht es nochmal hoch zur blauen Linie. Jetzt ist die Formation gefunden. Aber der Pass von White funktioniert nicht. Versucht er den Puck irgendwie durch Hager durchzuspielen. Zu Zemski. Für LeBlanc. Kommt da sofort Druck hinterm Tor, spielt wieder hoch zu White. Zesemski
Gute Bewegung da vorbei an Kastner. White. White schießt. Ah, nicht geklärt vor München diesmal. White hält die Scheibe drin. LeBlanc. Letzten Sekunden des Powerplays laufen. LeBlanc mit dem Pass. Augsburg ackert weiter. Nochmal die Scheibe vors Tor gespielt. Button fängt den Pass ab. Fraser von der Bande. München ist jetzt wieder komplett. Fraser spitzer Winkel aus den Birken. Mit der Maske hat er den pariert. LeBlanc hinterm Tor gegen Bortnacak. Jetzt hat sich Augsburg festgesetzt. Stehler. Fraser. Stehler, guter Querpass. Weit. Muss die Scheibe nochmal von der Bande einsammeln. Schmeißt er sie am Tor vorbei. Und dann kann man wechseln. Nach dem Powerplay endlich mal eine kurze Phase, wo sich Augsburg hat festsetzen können. Und der Schuss vom spitzen Winkel von Fraser war auch sehr gefährlich. Trevor Parks im Vorwärtsgang. Mit dem Droppass für Seidenberg. Kooperiert und Rebound eingesammelt von Augsburg. Die versuchen zu beschleunigen in die andere Richtung mit Hafenrichter. Immer noch Hafenrichter. Jetzt legt er sich mit dem dritten Münchner an. Jocelyn Stajan machen da erstmal den Weg hinter das Tor zu. Scheibe klemmt da noch an der Bande, kommt auch nicht mehr frei, deswegen haben wir jetzt die Unterbrechung. So, also erste Durchschnaufsgelegenheit hier. Nach etwas mehr als 10 Minuten und dann gehen wir doch mal runter zu Sascha Bandermann. Ja, bei Steffen Tölzer mal kurz nachfragen. Ihr hattet natürlich die Überzahl gerade, die am Anfang nicht so optimal lief. Ja gut, mein Gott, passiert. München hat es ganz gut gespielt, aber wir sind jetzt, machen wir uns nichts draus. Beim nächsten Mal sitzt er. Was ist vor allem eure Marschrichtung heute, wenn man weiß, man liegt 2-3 hinten, hat diese Minuten, diese ersten im Spiel? Ja, unsere Marschrichtung ist ja, voll drauf. Wir müssen München Druck machen. Noch mehr Druck, dass wir noch weniger zum Spielen kommen und wir mehr in die Offensive. Danke, Steffen. Ja, die Offensive, das ist eben genau das Thema. Mike Stewart hat es angesprochen vor dem Spiel. Sie brauchen da ein bisschen mehr. Sie brauchen diese Tore, sie brauchen dann auch mehr Output. Sicherlich auch von denen, die so viel spielen. Das haben wir schon thematisiert. Die Herren White, LeBlanc und Co. viel Eiszeit bekommen. Und die aber heute natürlich auch gefordert sind. Die produzieren müssen. Augsburg ist darauf angewiesen, dass die ganze Mannschaft offensiv was dazu tut. Und genau in solchen Spielen, in solchen Duo-Dei-Spielen, wie wir hier sehen, Hashtag geilste Zeit, gerne mitgemacht, brauchst du das, diesen Einsatz. Aber Jordan, du weißt es ja auch am besten, dafür lebt man ja als Eishockeyspieler für diese Momente. Ja, da willst du dabei sein, da willst du auf dem Eis stehen, wenn das Spiel auf Messerschneide ist. Das ist auch ein Grund, warum der Christoph heute spielt, dass ich das nicht nehmen lassen will, hier dabei zu sein. Vor heimischem Publikum. Weiter geht's. Augsburg holt sich das Pulli. Tölzer von der Blauen bleibt aber hängen da bei Vokes. Und München mit Kastner und mit Mauer. Aber der kommt da nicht rum um Steffen Tölzer. Kastner. Die Mauer seiner Geschwindigkeit muss man respektieren. Kastner. Und Rohr. Seidenberg. Wieder Kastner für Seidenberg. Scheibe läuft da am Schläger vorbei von Yannick Seidenberg. Augsburg arbeitet die Scheibe da hinten raus. Derek Jocelyn übernimmt. Ja, also Christoph Ullmann zurück. Zum ersten Mal seit Spiel 6 im Viertelfinale nach diesem etwas beängstigenden Zusammenstoß da mit Henry, nennen wir es mal so. Oscar Valentine, der seit Spiel 7 im Viertelfinale nicht mehr aktiv war. Die wollen heute helfen, dass es doch noch mindestens ein Spiel weitergeht, die Saison der Panther. Beulen hält den Puck drin im Augsburger Drittel. Gute Staffette. Christensen vors Tor. Christensen kommt nicht an Rohr vorbei. Wahnsinn, wie schnell Rohr da mit der Scheibe mitgeht. Und Christensen keine Chance hat, den Puck reinzulegen. Aber hier sehr schnell gespielt von den Münchnern. Christensen zieht zum Tor.
Aber Roa ist unten, geht genauso schnell mit. Klasse Save mal wieder von Olivier Roa und Christensen. Das ist auch einer für wichtige Tore. Der hat erst eins gemacht in diesen Playoffs, der Däne. Das war übrigens in Spiel 6 im Viertelfinale. Auswärts in Berlin. Wichtiger Treffer zum 2:1 damals. Der hat München den Weg geebnet in Richtung Halbfinale. Augsburg über die Bande raus. Holzmann tippt die Scheibe rein. Morley. Und jetzt Michi Wolf. Oh, oh, und da scheppert Valentine gegen Elis. Deswegen spielt er wieder. Das war ein Valentine. Aber Elis immer noch auf den Knien. Keine Strafe angezeigt in der Situation, sah auch sauber aus auf den ersten Blick. Aber der hat richtig gesessen bei Yasin Elis. Wir werden das gleich nochmal schauen, wo der Kontakt war. Hier sehen wir es. Ja, da hat er kurz den Kopf unten gehabt und dann von Valentine perfekt timen können. Man kennt das von Scott Valentine, das ist so eine Spielweise, die er an den Tag legt, dieses Harte, dieses Physische. Und wenn wir es hier nochmal anschauen, hier bekommt Elis und den sieht er halt gar nicht. Guckt auf den Puck und in dem Moment, wo er sich umdreht, ist er da. War auch nicht zu erkennen, dass der in irgendeiner Form gegen den Kopf gegangen wäre. Klar war da Kontakt da, aber eben nicht mit dem Erstkontakt. Elis steht wieder. Fairer Applaus vom Augsburger Publikum. Und klar ist auch, das hat ja auch dann die Szene mit Ullmann im Viertelfinale gezeigt, man möchte natürlich trotzdem nicht, dass sich hier irgendwer verletzt bei so einer Sache. Hart spielen, schön und gut. Manchmal passiert sowas. Kapitäne nochmal bei den Schiedsrichtern, aber es wird hier weitergehen. 5 gegen 5. Harter, sauberer Hit von Scott Valentine. Hoffen wir mal, dass Yasin Elis nach kurzer Behandlungspause, der ist noch auf der Bank unten, hier auch weitermachen kann. Aber wir sehen auch mal eingeblendet die Bulli-Statistik. 7:1, jetzt 7:2 für München. Spricht schon wieder eine deutliche Sprache. Das zieht sich durch diese Halbfinalserie. Da hat München einfach einen großen Vorteil. Ja, du fängst mit der Scheibe an und musst dich erst defensiv spielen und die Scheibe zurückholen. Vor allem in der offensiven Zone, wenn du Bullis gewinnst. Du hast bestimmte Plays, die du machen willst vom Bulli weg und dann hast du so gleich eine Torchance. Jeder weiß, was zu tun ist. Oh, jetzt Schmölz mit der Rückhand, aber Bortnatschak hat noch die Kelle dazwischen. LeBlanc wird dann nochmal in die Rundung geschoben. Hart bearbeitet da von John Mitchell. Parks klärt übers Glas. Waffenlichter. Vor Stage in der Puck. Brady Lamb. Brooks. Ah, sieht Mauer. Und Kastner. Mauer für Vokes. Kann sich da behaupten, der Pass nicht schlecht. Aber Mauer kommt nicht ran. Konterchance Augsburg mit Matt White. Klasse Move vorbei an Seidenberg. White mit der Scheibe vor's Tor. Endstation, Danny aus den Würden. So ähnlich ist in dem Spiel schon mal ein Tor gefallen. Wo ein Augsburger Spieler die Scheibe von hinterm Tor in die Füße von Danny aus den Birken geschossen hat. Sehr ähnlich davor, ein sehr schöner Move von ihm, wo er kurz stoppt und gleich wieder losläuft, um sich Raum zu verschaffen. Bislang in dieser Serie mit White ein Tor, eine Vorlage, beide in Spiel 2 erzielt. Möglichkeit für Sternheimer da im Slot, aber kommt nicht durch mit seinem Schuss. Und der Gegenangriff über Christensen und Eder. Nochmal hoch zur blauen Linie, da ist Orly. Hilfe Christensen.
Christensen Richtung Torrohr, packt den Fanghandschuh drauf. Die Münchner immer in Bewegung. Auch hier ein Spieler läuft auf den langen Pfosten, einer ist vom Tor. Sie wissen, wo sie hingehen müssen, um in die freien Räume zu kommen, und machen das sehr gut im Moment. Aber die Augsburger stehen auch sehr eng zusammen und lassen dann doch keinen allein stehen, außer vielleicht oben die Verteidiger. Bulli geht wieder an München, aber springt dann vorbei, der Puck an den Schläger von Orlé, der muss zurück. Mit Beul das Ganze neu aufziehen. McNeil. Guter Vorcheck da. Aber der Puck ist wieder bei Augsburg. Wieder schnell hinten raus gelöffelt. Ja, da kommt Hafen Richter und aus den Birken. Mit der Kelle noch dran. Mal ungenauer Pass der Münchner und Icing gegen die Red Bulls. Check so eben noch rechtzeitig. Danny ein bisschen unentschlossen rauszukommen, weil der Puck sehr ungewöhnlich hoch und langsam kam, aber hat er noch gereicht. Hart umkämpftes Bolle, am Ende hat Augsburg Scheibenkontrolle. Scheibe einmal quer am Tor vorbei und jetzt die Möglichkeit für Hager. Das allein richten. Mitspieler sind noch beim Wechsel. Hager und Lamp tauschen noch ein paar kleine Schubser aus, während Augsburg schon wieder den langen Pass gespielt hat. Elis ist wieder auf dem Eis, also er kann weiterspielen anscheinend. Hat ihm nur ein bisschen die Luft gefehlt. Verständlicherweise. Hat keinen Wechsel verpasst. Gut. Da ist er, Puck. Ja, sind Elis. Seitenberg. Und Hager nimmt den Schuss von der blauen Linie. Rohr wehrt den ab. Nochmal Richtung Tor, diesmal abgefälscht, aber auch vorbei am Kasten. Zu Semski. Tölz erklärt. Hager. Der punktbeste Spieler in dieser Serie, John Mitchell, 3 Tore und 3 Vorlagen. Hier aber mit dem Scheibenverlust und die Möglichkeit für Matt White. Fanger Safe aus den Birken. Es ist auch wichtig, dass einer wie Matt White diese Schüsse jetzt mal auch aufs Tor bringt. Mir vor allen Dingen auch in Spiel 5 aufgefallen. Hatte ein paar ganz gute Schussgelegenheiten gehabt, aber immer wieder halt das Tor verpasst. Ja, die möchten aufs Tor, der am besten direkt rein oder dann für einen Nachschuss irgendwie, wenn ein Spieler mitläuft. Bei München, München haben sie schon ein paar Mal gemacht, jetzt dieses Drittel. Sie wissen, sie haben keinen guten Schusswinkel oder keine gute Chance, ein Tor zu erzielen, dann schießen sie auf die Schoner, damit ein Mitspieler den Rebound bekommt. Einfach mehr als 3 Minuten hier im Durchgang Nummer 1. Es ist schon wieder eine enge Partie. Wer hätte das gedacht? 0:0, noch keine Tore. Bleibt auch erstmal dabei, dass wir da nicht so viel bekommen. Quasi der Trend aus den letzten Spielen, der sich hier bestätigt. Und wir haben wieder so ein bisschen diese abwechselnden Geschichten, diese abwechselnden Phasen. München wieder mit einem starken Beginn, aber Augsburg hat sich dann auch mit dem Powerplay hier angemeldet in der Partie, hat seitdem deutlich mehr Spielanteile bis hierhin relativ ausgeglichen. Brady Lamb zurückgedrängt hinter das eigene Tor, bekommt da von Kastner und Mauer ordentlich Druck. Nächster Versuch. Leblanc. Nochmal tief, muss dafür aber auch einen ganz schönen Hit einstecken da an der Bande. Jetzt noch ein bisschen mehr Platz hier für den Spielaufbau der Augsburger.
Fraser. Seiberg dazwischen und Justin Schack. Oh, jetzt die Möglichkeit für Eder, der hat da Platz, der Schuss und Rohr. Wichtiger Save von Olivier Rohr. Zum ersten Mal so ein halber Durchbruch hier für einen Münchner, in dem Fall für Andreas Eder. Aber sie können sich auf ihren Goalie weiter verlassen, die Augsburger. Die erste 2 gegen 1 Situation, der Verteidiger nimmt den Pass weg, aber geht runter, weil er weiß, eben, er hat einen starken Mann hinten drin, der den ersten Schuss hält. Seit 11 Spielen wartet er auf einen Treffer. White auf der anderen Seite. Versucht den Querpass, der wird gleich mal weggenommen von Trevor Parks. Aber White arbeitet zurück, holt sich die Scheibe. Steeler, Pair, abgefangen wieder von Trevor Parks. Valentine. An der Bande eingesammelt von Jostling. Stage. Mit Parks. Parks, guter Move. Rohr mit dem Rebound. Scheibe ist jetzt gesichert. Rohr sitzt, aber er hat auch den Puck. Ein schönes Crisscross und dann ein fantastischer Move durch die Beine. Beinahe noch den Rebound bekommen, als er auf dem Eis lag. Aber sofort alle 5 Augsburger um den Torhüter rum. Holzmann mit Gill. Durch das Tor wieder Holzmann. Sire Gill. Von Elis. Scheibe nochmal zu Holzmann, wieder hinter das Tor. Gill. Augsburg setzt sich da fest im gegnerischen Drittel, aber sie kommen nicht vors Tor. Und jetzt die Kontermöglichkeit über Hager. Hager im Fallen. Keine Chance, da noch zu dem guten Abschluss zu kommen, weil Brady Lamb da den Weg mitgeht. Der Schuss geblockt von Hager. Der muss ein bisschen nach außen ausweichen, aber Brady Lamb kommt auf geradem Wege zurück und dann ist doch ein bisschen Größenunterschied. Und er kann ihn vom Torschuss abbringen. Brady Lamb natürlich ein sehr robuster Verteidiger. München gewinnt nochmal das Pulli. In der offensiven Zone ist der Schuss kein Problem diesmal für Rohr in die Vergangenheit. Schuss. Relativ deutlich vorbei. Nochmal LeBlanc. Und diesmal ist es die Fahrer von Austin Birken. Der bekommt nochmal einen kleinen Schlag drauf. Beschwert sich deswegen auch beim Schiedsrichter. Der Daniel Pichacek wird aber keine Strafe geben gegen Augsburg. Kurze Büsche von Adam Payer. Versucht er nochmal die Scheibe frei zu stochern. Sekunden. Richtiges Pulli jetzt nochmal. Hat
umkämpft wieder München mit dem besseren Ende. Michi Wolf marschiert nochmal nach vorn. Vorbei an Lamp, aber Puck ist dann weg. Und damit die ersten 20 Minuten beendet. Keine Tore, 0-0 hier in Spiel 6. Recht ausgeglichen, München zu Beginn stärker. Jetzt auch in der Schlussphase dazwischen hatte Augsburg ein paar Vorteile. Ja, recht ausgeglichenes Spiel, wie du schon gesagt hast. München ist sehr gut aus der Kabine gekommen. Hatten ein paar gute Chancen, auch mit den 2-gegen-1-Situationen. Wir sind ein bisschen besser. Augsburg steht aber trotzdem sehr gut hinten drin und warten halt mit dem langen Pass auf ihre Chancen, auf ihre Offensive. Also es bleibt die erwartet enge Geschichte und dann hören wir mal eine Stimme Janik Seidenberg bei Sascha Bandermann. Ja, fragen wir mal nach, ob das so ein bisschen Murmeltiertag ist hier heute in Spiel 6. Janik, die ersten 20 Minuten sowie die 384 in der Serie ein bisschen wie vorher auch? Ja, sehr eng. Ich glaube, wir hatten einen besseren Start, hatten sehr gute Torchancen. Auch ja, die bestimmende Mannschaft in den ersten 20 Minuten. Klar kommen sie immer wieder gefährlich fürs Tor, aber dann müssen wir schauen, ja, dass wir mit unseren Spielern hinten sind, dass wir kein 2-1-3-2 bekommen und ja, auf dem Drittel können wir aufbauen. Das ist eine sehr mentale Serie, glaube ich auch, oder? Ja, was heißt mental? Wir müssen einfach das machen, was uns stark macht oder was das ganze Jahr, ja, wir haben über das ganze Jahr Tor geschossen. Wir müssen einfach die Scheiben zum Tor bringen, mehr Verkehr vor ihm bringen, dass wir ja, Scheiben abfälschen, Rebounds kriegen und dann gehen die Dinger auch rein. Danke. Auch gesehen, doppelt so viele Bullies gewonnen. Der ERC Red Bull München. Gibt es auch keinen Spieler, der weniger als 50% Bulli-Quote hat, von denen die da regelmäßig zu Werke gehen. Also auch das nochmal eine große Qualität. So, sind wir drin im zweiten Drittel. Augsburg jetzt von links nach rechts in grün. Und sofort im Vorwärtsgang. Da schlägt es ein an der Bande hinterm Tor. Richter gegen Orly. Weiter geht's. Puck geht hoch zur blauen Linie. Tölze wieder tief. Kastner, der noch nicht klären kann. Im zweiten Versuch ist dann Boyle. Vokes und Abseits gegen München. Ja, da war ansonsten einiges drin hier in diesem Gegenangriff. Wenn wir hier nochmal diesen Einschlag sehen hinter Münchner Tor. Ja, der hat Hafenrichter vorher schon ein bisschen den Halt verloren. Bulli drückt noch mal ein bisschen von oben, alles okay. Warte jetzt mit Bulli in der neutralen Zone. Das Abseits, was man gerade eben gesehen hat, ist eigentlich eher was wir gegen Ende des Spiels erwarten, wenn die Konzentration ein bisschen nachlässt und nicht am Anfang vom Drittel bei einer 3-gegen-2-Situation oder 3-gegen-3-Situation. Ja, das wäre schon eine große Möglichkeit gewesen. Mauer auf der rechten Seite hatte da echt viel Platz. Jetzt schauen wir auf die andere Seite. Schuss kommt, Abpraller ist da, der Querpass landet hinterm Tor. Augsburg setzt nach, versucht den Puck vors Tor zu arbeiten, klappt erstmal nicht. Elis geht dazwischen, bringt die Scheibe rein ins Drittel der Panther. Hase. Ja, mit White kommt da ran. Dann der Pass zurück zum Blauen, aber da ist noch kein Mitspieler. Hase dann nochmal tief gespielt und beide Teams wechseln. Boah, gibt den Puck da hinterm Tor ab. Schuss kommt, kann er parieren. Der Abpraller jetzt zur Bande hin abgewehrt. Springt dann an Wotnatschak vorbei in die neutrale Zone. McNeil. Ja, Fraser, Pass. Holzmann hat nochmal gut den Schläger angehoben von Boyle. Kann er jetzt hinterher gehen? Hase spielt wieder hinter das Tor. Gehl kann da aufziehen. Ah, Fraser fordert da energisch den Puck. Kommt da aber nicht zum Abschluss. München geht dazwischen. Da auf 2 gegen 2. Parks mit dem Schuss. Und Roa ist dran, lenkt die Scheibe übers Tor. München macht weiter. Boyle und Mitchell. Jetzt ein bisschen Blatt für Mitchell. Mitchell schießt. Abpraller! Pfosten! Keith Orly. Weiter geht's. Auf Stagen kann den Puck da erstmal nicht halten an der Blauen. Puppe kommt ein bisschen aufgebracht, weil sie da vorne eine Strafe erkannt haben wollen. Jetzt die nächste Möglichkeit hier für Schack in dem Fall. Und wieder Olivier Roa. Jetzt Augsburg dazwischen. Und die Chance nach vorne zu spielen. Scheibe tief zu bringen und zu wechseln. Simpson.
Kuhlmann. Als Sternheimer. Sternheimer wischt die Scheibe nicht so ganz. Liegt trotzdem kurz mal gefährlich frei. Wirklich bereinigte Situation. Greift selber an mit Schack. Jeder. Und Button von der Blauen. Christensen. Christensen kommt nicht zum Abschluss. Und Augsburg nicht raus aus dem eigenen Drittel. Jetzt sind vereinten Kräften Ullmann und Co. Scheibe erstmal ausgearbeitet. Aber Schack ist schon wieder da. Nächster Schuss. Boah. Lamp. Abgefälschtes Ding und Danny aus den Birken und mit den Schultern. Hatten für Mauer. Und dann Kastner. Dölzer. Augsburg viel besser in dieses Drittel gestartet als noch zum Anfang vom Spiel. Hier kommt Kastner. Auch da ist Tölzer wieder eng dran. Und Kastner kommt nicht vorbei. Gegen Angriff mit Drew LeBlanc. LeBlanc mit dem Pass. Noch abgefälscht von Joss. Den Rückhandschuss aus spitzen Winkel. Pariert von Austin Birken. Und jetzt ist der Puck dann auch bei Münchens Goalie. Schauen hier nochmal auf die Szene vor der großen Chance der Münchner. Da verhaken sich zwei vor dem Kasten. Und dann auf der anderen Seite Olli mit dem Abpraller an den Pfosten. Eine Wahnsinn-Chance, die habe ich schon drin gesehen. Identisch zum Winning-Goal von Jocelyn in München. Das ist die aktiven Verteidiger, die einfach runterkommen und diese Rebounds auch suchen. Da müssen die Augsburger aufpassen, aber sie haben immer fünf Mann direkt ums Tor rum eigentlich. Geht da meistens recht tief. Das heißt also, die Verteidiger oben haben schon durchaus Platz und können sich deshalb auch gut mit einschalten. Ja, die Stürmer unterstützen sehr die Verteidiger im eigenen Drittel und deswegen sind die Verteidiger offen oben und da haben die Verteidiger kurz Zeit, die Münchner, um eine Linie zum Tor zu suchen und den Puck dorthin. Jetzt Augsburg mit Offensive. Der Schuss bleibt dann auch hängen vor dem Tor von Austin Birken. München klärt erstmal den Abpraller. Lager macht der Druck. Strafe ist angezeigt. Das wird Hager zwei Minuten. Ja. Hat da zu viel gehakt. Sagen die Schiedsrichter. Und es gibt das Powerplay für Augsburg. Hier sehen wir nochmal Hager gegen Robel. Jagt das sogar ein. Ein Schläger zwischen an den Händen. Zwei Minuten. Der kurze Blick von Robel. Wer bekommt eigentlich die Strafzeit? Es ist Patrick Hager, der ja hier im letzten Spiel in Augsburg die große Strafe auch kassiert hat. Nach dem Hit gegen Szemski. Jetzt also zum zweiten Mal Powerplay für Augsburg. Noch ohne Powerplay in diesem Spiel. Schauen wir mal, ob Augsburg jetzt hier zu der entscheidenden Möglichkeit kommt. Erster Abschluss geht deutlich übers Tor. Daryl Boyle hat die Chance zur Befreiung und nutzt. München hält ihre Wechsel sehr kurz. Die Stürmer haben schon wieder gewechselt und die Verteidiger komplett neue PK-Unit draußen. Ja, Stage kann nicht klären. White hinter die blaue Linie. Nordburg ist in der Formation. Drew LeBlanc zieht das da auf von der Halfboard. White oben an der blauen Linie. Szemski, White. Für LeBlanc. Ah, der Pass zum kurzen Pfosten. David Stehler. Nochmal hoch zur blauen Richtung Szemski. Stehler. White für den One-Timer. Abgeblockt vor dem Tor.
wieder nicht geklärt. Zweiter Versuch, Bogdan Schack und vorne Stajan. Kommt nicht ganz ran, Roar raus aus dem Tor. Den Puck an Stajan vorbei und Augsburg versucht zu beschleunigen mit LeBlanc. Scheibe aufs Tor aus den Birken mit dem linken Schoner. Schmulz, der da vielleicht noch leicht dran war. Brady Lamb. LeBlanc. Gutes Überzahlspiel jetzt für die Augsburger. Sie können sich festsetzen. Brady Lamb. LeBlanc. 10 Sekunden Powerplay, passt zum kurzen Pfosten, Schmölz versucht den Move, kommt noch nicht ganz rum, die nächste Chance, Perl! Und Puck dann im Fangnetz. Da waren ein paar ganz gute Schussgelegenheiten dabei, die letzte von Perl mit die beste. Vorher Schmölz, der da den Move versucht am kurzen Pfosten und dann Perl. Zuvor schon LeBlanc auf Schmölz, der die Scheibe verpasst. Ganz leicht dran war. Trotzdem ist es gefährlich geworden. Das kann ein Torwart auch verwirren, ja, wenn man Luftloch schlägt. Und jetzt ist München wieder komplett übersteht. Auch das zweite Augsburger Powerplay unbeschadet. Hutzmann mit dem nächsten Abschluss. Gill. Und der nächste Versuch von der blauen Linie, der geht am Tor vorbei. Tor. München mit Ryan Button. Button schmeißt den Puck dann nochmal Richtung Torraum. Hartenrichter auf der anderen Seite und fährt über die Beine. Eder. Christensen. Mit dem Querpass auf Schack. Der verliert ein bisschen die Puckkontrolle da. Abgefangen von Hase. Schade reinspielt. Olli hat etwas Platz. Christensen. Nochmal unter Druck gesetzt von Lamb. So, in Schwierigkeiten gegen Stage. Roar kommt weit raus da aus seinem Tor. Boah, ist immer noch aus dem Tor die Gelegenheit, aber Beul verliert da die Puckkontrolle. Kleiner. Ja, Riesenchance für München, aber haben es nicht geschafft, die Scheibe zum Tor zu bringen. Jetzt. Dann Heimer mit dem Pass in Richtung Detsch. Und vorn Trevor Parks für München. Wieder kommt Roar. Ja. Das sind jetzt so die Ausflüge. Wieder ein Abenteuer. Und jetzt hat er Probleme, ins Tor zurückzukommen, weil Parks da im Weg steht. Oh, das ist kribbelig gerade für Augsburg. Diese Ausflüge von Olivero. Zweimal draußen, wo er die Scheibe nicht deutlich haben konnte. Und es wurde sehr gefährlich. Bernheimer kann dann nochmal Hans Detsch ins Spiel bringen. Der schiebt die Scheibe links vorbei. Und Mauer. Bortnarczak macht gleich wieder mit als Verteidiger in vorderster Front. Kleid mit McNeil, Vogts kommt dazu, übernimmt. Oben steht Seidenberg. Janik Seidenberg abgefälscht, rechts vorbei. Weiter. Stieler im Vorcheck dagegen Button, aber der bekommt den Puck gleich mal rüber zur Mauer. Seinberg. Tölzer. Ja, Kastner klopft mal an. Vogts muss kurz warten, jetzt kann er rein. Und dann die Scheibe gegen LeBlanc. Bleibt er sehr stabil. Strafe gegen München. Ein Halten oben gegen Joe LeBlanc. Bringt Augsburg gleich das dritte Powerplay.
Wollen wir noch ein paar Eindrücke holen. Ich sehe Sascha Bandermann, der versucht, eine Münchner Stimme zu engagieren. Ich glaube, er war erfolgreich. Gehen wir noch mal runter aufs Eis. Ja, war gerade eine sehr große Unzufriedenheit hier bei einigen Spielern auf der Bank aufgrund dieser Strafe. Aber wir wollen das trotzdem mal kurz einordnen. Mark, I mean, you guys had a pretty good opportunity before when Olivier Roy went out of his net, but you couldn't capitalize, right? No, I mean, I think the puck was a little bouncy. Maybe we made one too many passes, but yeah. I mean, I like the way we're going. It's a big kill here for us, but I mean, it's a good game, tight game so far. It's not going to be much difference. Thanks a lot. Also gleich wieder ein Penalty-Killing für München. Wir schauen nochmal auf die Strafe. Hier Elis gegen LeBlanc. Man wischt ihn da oben am Kopf. Reißt ihn dann noch so leicht um. Und hier schauen wir nochmal auf den Ausflug von Rohr. Hier geht die Scheibe dann hoch. Schön zum Netz. Vielleicht hätte er da auch selber schießen können. Aber er hat seinen Mitspieler gesehen und dann ist der Pass drüber gesprungen. Hier nochmal. In der Ecke, das sieht man sehr ungern, wenn der Torwart in der Ecke die Scheibe hergibt. So, weiter geht's mit diesem dritten Powerplay für die Augsburger Panzer nach der Strafe gegen Yasin Elis. Augsburg vom Bulli weg, jetzt in der Formation. Wollen da anknüpfen, wo sie mit dem Powerplay gerade aufgehört haben, was ganz gut aussah, wo sie die Scheibe gut bewegt haben. Lamb von der Blauen sucht da den Abpraller von der Bande. Er hat er schon bewusst vorbeigeschossen. Kriegt ihn dann nochmal oben. Die Scheibe läuft. Erstmal tief. Nächster One-Timer aus den Birken ist da. Payal wieder hoch für White. Payal aus spitzem Winkel. Scheibe springt zur Seite weg. Und Augsburg bleibt dran, bleibt am Drücker. Lamb. White wieder tief. Payal. Nächster Schuss, der bleibt hängen. Lamb. Lamb mit dem Pass abgefälscht. Aus den Birken ist da. Gut gemacht von Gill, aber aus den Birken auch zur Stelle. Nächster Versuch abgeblockt. Boah, der hat wehgetan bei Kastner. Weiter geht's. Kurzer Pfosten. Nächste Chance. Lamb direkt genommen und dann aus dem Spiel. Fast 1,20 hier an Angriffszeit für Augsburg in Folge und München opfert alles. In dem Fall Kastner, der sich da dazwischen haut. Das ist Playoff-Eishockey. Das muss man tun, um Spiele zu gewinnen in den Playoffs. Seinen Körper in die Schusslinie bringen und dann tut es auch weh manchmal. Viel Druck gerade von den Augsburger Panthern, die jetzt richtig gut drin sind hier im Spiel. 8 Minuten noch im zweiten Drittel. Strafe angezeigt, jetzt allerdings gegen die Panther. Damit hat sich das mit dem Powerplay jetzt erledigt. Ein hoher Schläger da vor dem Tor von Danny aus den Birken. Und die erste Strafzeit damit gegen Augsburg in diesem Spiel. Fraser hat es erwischt. Nochmal die Mitte da im Fallen. Im Fallen erwischt er ihn. Und damit machen wir jetzt weiter mit 4 gegen 4 für 35 Sekunden. Danach das erste Mal Powerplay für München. Schack und Schack kommen da noch mal ran. Augsburg bereinigt die Situation, kommt aber nur bis zur Mittellinie. Button. Christensen versucht da aus Spitzenwinkel mit der Rückhand. Nachschusschance. Scheibe ist immer noch frei im Torraum. Es wird wüst nachgestochert. Und jetzt ist das Spiel abgepfiffen. Es wird mindestens mal eine Strafe geben. Und es gibt jetzt mal ordentlich einzustecken da. Also da sind quasi alle Spieler mal kurz im Torraum gewesen von Olivier Roy. Und dann wurde ordentlich ausgeteilt.
Valentine hat auf einmal angefangen, einfach auf Bestesten einzuschlagen. Ich bin mal gespannt, wie viele Strafen da jetzt mal rumkommen. Valentine geht auf jeden Fall schon mal auf die Strafbank. Wir gucken noch mal auf diese Szene. Hier ist der Puckverlust. War ein Button, der das abfängt. Und dann wird's chaotisch. Der Schuss vom spitzen Winkel aufs Tor gebracht und dann wird rumgestochert. Valentine, der Christensen ins Tor checkt und da sehen wir, wie er anfängt, auf den Dänen da einzuschlagen. Er zieht ihm den Helm vom Kopf und dann Valentine einfach drauf losgeschlagen. Aber hier Alemann. Puck war auch im übrigens Blau. Irgendwo da mit dem Getümmel. Hier sieht man nur. Und hinten sehen wir, wie Valentine da. Also. Hat da nicht mehr so viel mit Eishockey zu tun. Noch frei, immer noch frei. Aber Roy hält den Puck immer noch raus. Es gibt zwei Minuten wegen übertriebener Härte gegen Valentine. Dieses wüste Einprügeln auf Mats Christensen. Wir sehen was nochmal, besonders gut. Ja gut, Christensen langt da auch noch mal kurz in Richtung Rohr und ich glaube, das hat Valentine so richtig aus der Fassung gebracht. Nichtsdestotrotz, er weist er seinem Team damit einen Bärendienst, weil er ist der Einzige, der hier eine Strafzeit nimmt in dieser Szene. Und damit sehen wir jetzt 5 gegen 3 Powerplay für München für 1 Minute 22. Die Riesenchance für Red Bull München jetzt hier in Führung zu gehen. Sehr wichtig für Augsburg jetzt, dass sie das über die Zeit bringen. Das Powerplay, was ein Problem war für München bislang in diesen Playoffs, zuletzt aber verbessert, in den letzten 3 Spielen immer getroffen. Durchaus auch die entscheidenden Tore, wie eben auch in Spiel 5, den einzigen Treffer, Trevor Parks in Überzahl. Und jetzt also, wie gesagt, 1 Minute 22, doppelte Überzahl für München. Und die haben gleich mal Scheibenkontrolle. Joslin und Seidenberg stehen oben, dazu Wolf, die können alle direkt feuern. Parks und Mitchell vorm Tor. Seidenberg, Joslin. Seidenberg versucht es aus dem Handgelenk. Mitchell. Und Joslin. Da ist Wolf. Wolf eigentlich der Spieler, der prädestiniert ist für diese Situation. Seidenberg. Nimmt jetzt den Schuss am Tor vorbei und damit raus aus dem Drittel der Panther. Trevor Parks. Immer noch Parks. Wieder hoch zum Blauen. Joslin und Seidenberg. Nächster One-Timer. Knapp rechts vorbei. Michi Wolf aus der Rundung. Wieder hoch für Joslin. Seidenberg. Mitchell. Mitchells Querpass. Hängen geblieben bei Lamb. Den aber nicht klären. Und bleibt bei München. Noch 15 Sekunden, 5 gegen 3. Schuss, Kopf von der blauen Linie, liegt da noch frei. Und Roa mit der Kelle bringt er den weg und dann geklärt von LeBlanc. Mark Oaks übernimmt. Jetzt Augsburg wieder zu viert. Fraser zurück. Starkes Penalty-Killing der Panther hier für 1 Minute 22 mit 3 gegen 5. München noch in Überzahl, Elis. Nächste Gelegenheit, Wuchs. Zieht das jetzt nochmal auf. Augsburg kann jetzt wieder etwas aggressiver zu Werke gehen in Unterzahl. Wuchs spielt hoch zur Blauen. Hager. Nochmal Hager vor der blauen Linie. Nächster One-Timer. Abgefälscht links vorbei, Schuss von Bodnarczak. Und jetzt ist auch Valentine zurück. Augsburg komplett übersteht das. Tatsächlich ohne Gegentor. Das könnte den Augsburgern jetzt ein bisschen aufgeben. Oh. Ja, wieder Strafe angezeigt. Gegen Augsburg. Für diesen Schettler gegen Schack an der Bande. Ja, wollte ich gerade sagen, diese 3 gegen 5 das gekillt könnte. Augsburg aufgegeben, aber dann hier wieder. Ja. Fährt mit dem Knie rein, erwischt nur das Knie.
Jetzt sind sie wieder in Unterzahl. Wichtige Entscheidung. Henry Hase, der raus muss. Es sind dann offiziell 2 Minuten wegen Beinstellens. Und es geht direkt weiter mit Powerplay für München. Also weiter die Augsburger Penalty Killer gefordert. Aber gerade sehr, sehr gut gemacht haben bei dieser langen 3 gegen 5 Situation. Nicht viel zugelassen. Klar gab es die One-Timer mal von oben. Aber die richtig guten Gelegenheiten, die guten Looks sozusagen, waren nicht dabei. München wieder in Überzahl. 5 gegen 4. Kastner bleibt erstmal hängen mit dem Querpass. Das ist wieder der berühmte querliegende Verteidiger vor dem Tor von Augsburg. Jetzt Jocelyn. Mitchell wartet, schießt am Tor vorbei. Dann Popes, der die Scheibe verliert. Augsburg in Unterzahl. Ja, so kann man Zeit rausholen. München baut neu auf. Parks aber verliert gleich wieder die Scheibe. Joe LeBlanc. Borger da ran, Holzmann hinterm Tor der Münchner. Viel Zeit jetzt rausgeholt in dieser Phase. 1 Minute noch, Powerplay München. Die Augsburger sehr gut, im Moment sind sehr bissig. Arbeiten ein bisschen härter als die Münchner im Überzahl. Mitchell jetzt drin im Offensivdrittel. Auch da sofort ein Gegenspieler an ihm dran. Elis hinterm Tor. Augsburger Spieler büßt seinen Schläger da so ein bisschen ein. Kann ihn aber wieder aufsammeln. Jetzt Mitchell. Elis. Elis mit dem Pass nochmal zum kurzen Pfosten. Guck, landet hinten an der Bande. Parks hoch zu Seitenberg. Strafe angezeigt. Wieder gegen Augsburg. Mitchell hat da auch seinen Helm verloren. Augs gibt die Scheibe ab. Ja, und jetzt regnet es hier gerade Strafminuten gegen die Augsburger Panther. Sammelt den Helm von Mitchell ein. Und Matt White ist der Nächste, der auf die Strafbank geht. Wir schauen mal da vor dem Tor auf dieses Duell. Ja, da gibt es doch mal den kleinen. Ja, da gibt es einen Schubser. Auf den Kopf. Er verliert den Helm dadurch. Und du darfst dem Gegenspieler nicht den Helm abziehen, weil der dann zum Wechseln fahren muss. Und, sehr schwierige Situation für die Augsburger. 5 gegen 3, diesmal 19 Sekunden. Die Münchner werden sehr schnell den Abschluss suchen, damit sie dann noch 5 gegen 4 weitere 2 Minuten spielen können. Seidenberg spielt rüber zu Schack. Seidenberg, und da ist Wolf für den One-Timer. Und Roach ist mit den Schonern zur Stelle. München holt den Puck zurück. Elis. Und dann wieder Seidenberg. So ziehen es wieder auf. Schuss von Parks, abgefälscht und am Tor vorbei. Augsburg zu viert. Per bringt den Puck weg. 1,5 Minuten, jetzt noch 5 gegen 4 Powerplay für die Red Bulls. Parks kommt rein. Dann das Drittel mit Schack. Und wieder kann Augsburg befreien. Der Pass von Hager bleibt direkt bei Gill hängen und Augsburg kann erneut hier Zeit rausholen. Kommt an, Gill! Querpass bleibt dann noch am Schläger von Seidenberg hängen und ist deshalb ungenau in Richtung Ullmann. Noch 50 Sekunden, ein Mann mehr für München, die sich aber gerade sehr schwer tun, hier nach vorn zu spielen. Spielaufbau lahmt gerade bei München. Jocelyn, Scheibe tief. Da ist Parks. Und da ist wieder Augsburg dran. Die Zweikämpfe jetzt überwiegend gewinnen da im eigenen Drittel. Hafenrichter geht nach vorn. Gibt dann die Scheibe ab. Aber nur noch 20 Sekunden Powerplay für München. Vogts treibt nochmal an. Und
Wieder kann Augsburg den Pass abfangen und dann geht die Scheibe wieder raus. Oaks. Nochmal ein Augsburger dazwischen. Die kommen einfach nicht tief im Moment. Die Augsburger halten ihre blaue Linie sehr gut. Sind direkt am Mann. Und jetzt ist auch mit White zurück und Augsburg ist mal wieder zu fünft. Das sollten sie jetzt auch versuchen beizubehalten. Überstehen also etliche Powerplays der Münchner jetzt in Folge. Unbeschadet. Weiter 0-0. Letzte Minute läuft im zweiten Drittel. Christensen. Stage. Einmal rum ins Tor und dann verpasst Boyle. Pass kommt an. Matt Stajan. Endstation Valentine. Und jetzt gibt es die nächste Strafe gegen München. Aber erstmal Augsburg im Vorwärtsgang. Boah, guter Move. Matt White Rückhandschuss. Aus dem Birken hat ihn. 14 Sekunden noch auf der Uhr. Und das nächste Powerplay gibt es für die Augsburger Panther. Da sehen wir. Zweikampf. Stajan. Den Schläger zwischen den Beinen. Und dann im Anschluss Matt White mit der Bewegung rum um den Button. Da schaut auch aus dem Birken nochmal hinter sich kurz oder zur Seite, weil ich genau wusste, wo die Scheibe ist. Stage in den Platz auf der Strafbank. So, nachdem Augsburg jetzt 4 Powerplays in Folge überstanden hat, 2x5 gegen 3 überstanden hat, gibt es jetzt zum 4. Mal Powerplay für Augsburg in diesem Spiel. Wenig 5 gegen 5 Action hier im zweiten Drittel. Oh, wichtiges Bulli, das zwar München gewinnt, aber Augsburg kommt nochmal an den Puck. Schuss, nicht voll erwischt von der blauen Linie. LeBlanc, die Chance und das Tor für Augsburg. Adam Pearl, 1-0 Panther. Was die Münchner nicht geschafft haben, im Überzahl haben die Augsburger jetzt geschafft. 4 Sekunden vor Schluss vom zweiten Drittel in Überzahl das Tor zu schießen. Erstes Playoff-Tor für Pejal. 12 Spiele war er ohne Tor und wir schauen uns das nochmal an vom Bulli weg. In der Ecke die Scheibe einfach vor das Tor gespielt. Man kam sie direkt zu Pejal. Hier, LeBlanc versucht die Scheibe einfach kurz zu bringen, weil er weiß, es ist nicht mehr viel Zeit. Und Pearl spielt goldrichtig und lässt sich das nicht nehmen. Was für ein Finish in diesem zweiten Drittel, das jetzt beendet ist. Die Augsburger Panther gehen mit einer 1-0-Führung in die Kabine, überstehen 2-3 gegen 5 Unterzahlsituationen und schlagen zu. 5 Sekunden vor Ablauf der Zeit. Führen 1-0. Also es ist sehr mitreißend, sehr unterhaltsam und es geht einiges in dieser Partie schon wieder. Ja, es geht hin und her. Jetzt bin ich mal gespannt. Augsburg nimmt die Führung mit ins dritte Drittel. München hat mehr Spielanteil, aber konnte noch nicht verbuchen. Ja, diese überstandene Unterzahlsituation, man hat es gemerkt, das hat der Mannschaft dann durchaus Energie eingehaucht für die letzten Sekunden und der Torschütze steht jetzt bei Sascha Ballermann. Yeah, müssen wir nachfragen. Oh wow, that was a long way, right? Yeah, it's a close battle both ways. Lots of special teams. Enger Kampf hier. To get ready to finish the series, special we'll come teams, out hard. Gut für uns, dass wir dieses Tor gemacht haben kurz zum Schluss. But I mean, it took a long time because you guys took so many penalties. Haben viele Strafen genommen. Way too much, right? Bisschen zu viel, yeah, oder? I mean, the refs don't love us right now, but we'll keep that one, you know. Es wird sehr kleinig gepfiffen, aber müssen wir mit umgehen. Warten wir das doch erst einmal ab. Trotzdem auch da noch mal ein bisschen der Blick auf die Zahlen in diesen Playoffs. Das letzte Drittel ist schon eins, das den Augsburgern liegt bislang in diesen Playoffs. Da sind sie, was das Torverhältnis angeht, bei plus 4, München bei minus 3. Also auch das nochmal so ein Wert, der Augsburg hier Mut machen sollte, dass es klappen kann mit einem Sieg in Spiel 6. Rein jetzt ins letzte Drittel. München von links nach rechts. Wir haben es gerade von Conny Abelshauser auch in der Drittelpause gehört, der gesagt hat, ja, die Jungs werden heiß sein, hier schnell den Ausgleich zu erzielen.
guckt ins Publikum. Nettes Souvenir. Auch gut gefangen übrigens, habe ich gerade gesehen. Ja. Augen auf die Eisfläche. Puck immer im Auge halten. So ist es. Sehr wichtig, auch im Publikum. Und manchmal, wie gesagt, springt auch ein nettes Souvenir im Ball rum. Weiter geht's mit Bulli in der neutralen Zone. München gewinnt. Aber Augsburg nimmt dann erst einmal die Scheibe da weg. Spielt sie tief. Danny aus den Birken. Daryl Boyle bekommt da gleich zwei Augsburger ins Gesicht. Kurzes Kommunikationsproblem zwischen Verteidigern und aus den Birken. Abseits, da wusste er nicht ganz genau, wo er die Scheibe hinspielen soll. Wünscht die Scheibe dann nicht mehr beim Torschuss. Schöner Pass. Von White nach vorne auf Stieler mit der Rückhand. Nur ein Schläger drüber. Also noch mal zum gefährlich. Tor. Stieler abgeblockt. Muss da noch seinen Handschuh einsammeln. Hat er jetzt auch geschafft. Aber München hat Puckkontrolle mit Hager. Hager nochmal zurück zur blauen Linie. Jocelyn. Und Tor. In die andere Richtung mit Gill. Der wartet, nimmt den dritten Mann mit. Aus den Birken. Großer Safe hier. Schauen wir nochmal auf diese Kontergelegenheit. Mit Übersicht, die Gill da beweist. Schaut er kurz nach hinten. Fraser schlägt seinen Mann Mitchell das Eis hinunter. Und ein schöner Pass. Klasse gemacht von Gill. Kurz den Kopf hoch gemacht und den Trailer gefunden. Trevor Parks. Ja, der Pass zur Mitte im zweiten Versuch. Dann aber auch in den Rücken von Mitchell. Staging. In der Luft, kommt noch mal tief hinter das Tor der Panther. Staging, Parks und Gill ist dazwischen. Er kommt gut voran, immer noch Sahir. Gill, was für ein Move! Nur der Schuss kommt nicht zustande. Riesen Solo von Sahir Gill. Alle München haben ein bisschen zugestanden und zugeschaut auf die Alte. Mach du, mach du. Er hatte viel Zeit und viel Geschwindigkeit. Justin Schack und Eder. Eder ist drin, kein Abseits. Eder, Schuss aus spitzen Winkel, Nachschusschance. Schack hoch abgefälscht, landet oben im Gestänge. Und damit die nächste Unterbrechung. Schack, der sich ärgert über die verpasste Möglichkeit. Aber es geht weiter hier temporeich zur Sache. Hier sehen wir nochmal Eder. Und dann schön unterm Schläger durchgeschossen. Habt ihr gesehen, der ist im Weg. Und hier auf der anderen Seite die Chance durch Gill. Weil er nicht ganz den Tod weg machen können. Olli geht an mit. Olli geht sofort wieder tief. Maul übernimmt oben. Von der blauen Linie, dort aber abgefangen vor dem Tor von Tölzer. LeBlanc mit dem Querpass, der kommt an, Hafenrichter scheitert an Danny aus dem Birken.
Augsburg hat große Chancen hier zu Beginn des letzten Drittels. Immer wieder diese Konterchancen hier. Sie haben sehr viel mehr Selbstvertrauen als noch am Anfang vom Spiel hier. Wieder die Münchner einen Tick zu spät im Backcheck. Aber hält es hier bei einem Tor Rückstand. Zwei sehr starke Paraden jetzt hier zu Beginn des Schlussabschnitts. Und Augsburg mit Schmölz im Vorcheck. Hacken und Seidenberg. Box. Endstation. Oh. Brady Lamb, klar, der ist wieder vorn mit dabei. Das haben wir vor dem Spiel schon mal thematisiert. Heute bislang 17 Minuten, 18 Sekunden gespielt. Ansonsten hat er im Schnitt fast 27 pro Partie. Natürlich auch bedingt durch die zwei sehr langen Spiele, die es gab in dieser Serie. Aber trotz allem ist das schon eine Hausnummer. Puck aber zur Band und kann auch den Hit ausweichen. Steeler und Payal machen weiter. Elis dabei, gewinnt die Scheibe. Wolf. Abseits. Mal aber Hager schon einen Schritt zu früh im Angriffsdrittel. Münchner geben sehr viele Chancen her, die ersten 5 Minuten in diesem Drittel. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so früh schon aufmachen und ihr Glück im Angriff suchen. Stretchpass vor zur blauen Linie. Kommt nicht an bei Fraser. Mitchell. Ah, mit dem Pass zur Mitte. Jocelyn. Und Bodnarczak waren da mit dabei. Die beiden beide Verteidiger ja. Vorne im Angriff. Oh, jetzt Augsburg wieder. Im gegnerischen Drittel angekommen. Fraser mit dem Schuss. Und wieder Danny aus dem Wirken. Minuten rum hier im Schlussdrittel. Zeit bei Twitter vorbeizuschauen bei nächster Gelegenheit. Gucken erstmal noch auf diesen letzten Schuss von McFraser. Und sehen, so 12 Spielen kann es spannender eigentlich nicht mehr werden, aber eigentlich doch, weil es wird ja in jedem Spiel steigert sich ja die Bedeutung auch dieser Spiele. Also es bleibt dabei, auch heute ein Torunterschied, wie in der gesamten Serie bis zu diesem Zeitpunkt, 15 Minuten noch auf der Uhr. White. Und beide Mannschaften ausgeglichen und geben sich nichts. Tölzer. Das mit White, was für ein Pass, die Chance für Deltsch. Im Nachschuss, dann rechts vorbei. Möglichkeit, hier auf 2:0 zu stellen für Hans Deitsch. München ein bisschen früh jetzt schon mit den Gedanken im Angriff, hier schon wieder. Oh, was für ein Pass, das ist weit rechts vorbei. Scheibe springt nochmal vors Tor.
und Austin Birken deckt ab, notgedrungen, damit man sich da mal wieder ein bisschen sammeln kann und sortieren kann. Erstklassige Chancen jetzt für Augsburg. München ein bisschen von ihrem Spiel weggekommen. Hier, da weiß er, dass weiter auf der anderen Seite ist, muss die Scheibe nur rüberbringen, was er macht. Und dann da mit dem Schläger von hinten soeben noch dazwischen. Und zuvor hat ja Dejan Schelber schon die große Möglichkeit hier auf 2:0 zu erhöhen. Augsburg macht ordentlich Betrieb. Und die ist im Schlussabschnitt. Elis klärt, Heising. Gesprochen haben. Hier schauen wir noch mal auf diese Möglichkeit, die Dejan hatte. Ullmann dahinter am Tor mit zwei Münchner dahinter am Tor. Hier kein Support in der Mitte. Wokes kommt zu spät. Schöner Pass natürlich von den Augsburgern, dass er den Mann sieht. Und die zweite Möglichkeit in kurzer Zeit, die Augsburger nicht nutzen konnten zum 2:0. Und weiter geht's. Nächster Versuch. Kommt in der Fang an von Benny aus den Pürken. Der ist hier so ein paar Saves der Marke. Zeit von wegen. Denkt da nochmal drüber nach. Sollte München hier zurückkommen. Und das sind Gamesaver aktuell, die er da auspackt, um sein Team hier nahe dran zu halten. Mit nur einem Tor Rückstand. So, bei München die Eiszeit wieder sehr ausgeglichen verteilt, denn wir hier Orly Button beide bei knapp über 12 Minuten, also deutlich weniger als die Augsburger Führungsspieler. Hager. Genau in Richtung Elis. Da hat der Stieler aufgepasst an der eigenen blauen Linie. White auf der anderen Seite, der geht jetzt auch nicht mehr vom Eis. Mit White hat man den Eindruck. Hager musste da einen heftigen Hit einstecken. Geht auch direkt mal auf die Spielerbank, leicht humpelnd. Und München im Versuch, hinten rauszukommen. Da sind Elis. Jetzt kommt der Pass an bei Michi Wolf. Münchens Kapitän hinterm Tor. Und zur Bande abgewehrt. Jocelyn geht vor den Kasten. Scheibe zur Seite abgewehrt und dann in Richtung blaue Linie befördert. Der Körpereinsatz von Perl. Guck es mal Wolf. Stage. Richter am Vorcheck gegen Wodnarczak. Jocelyn gegen LeBlanc. Stajan spielt die Scheibe nach vorne. Und genau Tölzer hat sie. Und jetzt LeBlanc. Stajan für Mitchell. Mitchell mit dem Cut zur Mitte. Kommt zu Fall. Keine Strafe. Schnell ist der vorne schon wieder lauert. Legt ab für Drew, LeBlanc nimmt Lamp mit, Brady Lamp, nochmal rüber für Schmölz. LeBlanc, aus der Rundung, zurück zur blauen Linie, nächster Schuss, links vorbei. Zesemski ist mit dabei. Und Schmölz, abgeblockt, zweiter Versuch, LeBlanc kommt nicht ran. Geht aber hart hinterher gegen Gortmatschak, kommt zu Fall, Arm ist oben. Strafe. Schauen wir nochmal auf die Arbeit von LeBlanc. Das ist so ein bisschen das, wenn wir das Foul von Stajan sehen, was hier bestraft wird. Das ist dieses harte Arbeiten. Man hat so ein bisschen den Eindruck, der Augsburg arbeitet härter. Dieses, die Outworken. Die sind verbissen, München. Die wollen den Zweikampf unbedingt gewinnen und geben keinen Puck verloren. An der Bande, da ist ein Vorcheck. Oder im eigenen Drittel sind sie sehr kompakt. Weiter 1:0, aber gleich die nächste Powerplay-Chance für die Augsburger Panther. So, während das Powerbreak läuft und die Spieler alle mal ein bisschen durchschnaufen können, da sehen wir Stajan auf der Startbank. Ja.
Tja, der Blick auf die Bank der Münchner, Don Jackson und Co. Was haben sie noch hier in petto? Wirken etwas überrascht von der extremen Energie, mit der Augsburg hier spielt in diesem letzten Drittel. Haben Schwierigkeiten hinten rauszukommen. Folge Strafe gegen Stajan, Powerplay Augsburg. Das Powerplay, das ihnen hier diese Führung beschert hat, kurz vor Ende des zweiten Drittels. Die Münchner sind eben nochmal mit dem Co-Trainer über ihr PK drüber gegangen. Wobei die Augsburger die TV-Timeout wie gewohnt verbracht haben, einfach ausgeruht, was getrunken. Aber die Münchner wissen auch, dass sie diese PK unbedingt rumbringen müssen. 35 noch auf der Uhr. Powerplay Augsburg. Einige Chancen hier schon hatten zu erhöhen in diesem letzten Drittel. Jetzt Lamb von der blauen Linie und Danny aus den Birken ohne Rebound. Ja, Augsburger mit dem Bulli gewinnen. Aber da sollte ein Augsburger vor Danny aus dem Birken stehen. Wenn da nicht der Puck abgefälscht wird, hat er den 90%. Weiter geht's, Augsburg mit Bulli-Gewinn. In der Lage, hier wieder in Formation zu kommen. Gill. Lamb. McNeil. Wieder Gill. Und Lamb abgefälscht, mehrfach abgefälscht. Wieder ist der Puck bei Austin Birken. Der wird da noch ein bisschen bearbeitet. Dann hackt er selber noch mal hinterher, weil ihm das natürlich nicht gefällt. Die Lage beruhigt sich wieder. Wird hier keine weiteren Strafzeiten geben. Hier Schmölz vom Tor. Vier Mann in einer Reihe. Da ist sehr schwer für den Torwart den Puck zu sehen. Fällt Danny natürlich nicht, dass da ein paar Mal auf die Hand geklopft wird. Dann klopft er eben unten mal in Richtung Knöchel. So geht das hin und her. Aber Augsburg jetzt besser am Bullypunkt. Auch dieses Anspiel kontrolliert. Gleich wieder die Chance, hier die Formation zu finden. Und der Puck läuft erstmal oben rum. Ja, geht zum Tor. Da steht dann wieder Schmölz. Und München diesmal mit der Befreiung. Minute noch Powerplay. Neues Personal kommt aufs Eis bei Augsburg und natürlich auch bei München. Zweite Welle mit Steeler. Und da ist Fraser. Fraser muss nochmal rum ums Tor. Szemski von der Blauen abgefälscht. LeBlanc. Sortiert, schaut, weit oben, wieder LeBlanc, LeBlanc mit dem Pass aufs lange Eck, Szemski haut am Puck vorbei, in Unterzahl, München mit Vokes, Vokes immer noch, entscheidet sich dann gegen den Pass, gegen den Schuss, holt Zeit raus, in 10 Sekunden ist Stajan zurück. Szemski. Nochmal tief. Stajan kommt zurück. München komplett. Augsburg noch im Puckbesitz. Jetzt ist Seidenberg dazwischen. Unter 10 Minuten. Noch zu absolvieren. Hager. Wolf. Wolf zum kurzen Pfosten. Und Roa sammelt die Scheibe ein. Die Möglichkeit im Powerplay für Augsburg. Ja, schöner Querpass von LeBlanc, aber die Scheibe kam nicht rechtzeitig runter, damit Szemski schießen konnte. Jetzt so langsam wird München mal auf drei Reihen stellen müssen und noch offensiver gehen müssen, als sie das bis jetzt sowieso im dritten Drittel schon gemacht haben. Berg immer quer durch, aber erstmal kein Abnehmer. Parks, Mitchell und Roy mit dem Schoner. Hafenrichter gut durchgesteckt, Ullmann
Richter. Kommt an die Scheibe. Seidenberg schmeißt das Ding einmal rüber zur Bande und dann springt der Puck übers Glas oder aus dem Spiel. Schauen wir mal auf diese Chance von John Mitchell gerade. Das sind die Chancen, die sie suchen müssen. Die Augsburger stehen so tief, dass sie manchmal den dritten Stürmer von München vergessen, der dann frei zum Schuss kommt, wie hier. Schön rausgespielt. Daryl Boyle. Hawley. Abraham ist sofort dran in der neutralen Zone am Gegenspieler. München nochmal hinten rum. Hawley, Mauer. Im Duell mit Steffen Tölzer. Damit Vokes zieht hier neu auf in München. McNeil mit dem Schläger dazwischen. Schatten auf der anderen Seite. Spielt nochmal tief für Vokes. Immer noch Vokes. Wieder zurück zu Button. Wolf. Bortnatschak. Hoch zu Button. Button mit dem Pass über die Bande. Und dann Rohr, der sich den Puck schnappt. Auch hier wieder absichtlich am Tor vorbeigeschossen. Die Bande ist sehr schnell hier in Augsburg. Der Puck kommt extrem schnell zurück. Aber die Augsburger wissen das auch. Körperspiel ist auch ein Faktor. Klar, auch in diesem Spiel haben wir schon einige Kollisionen gesehen. Hier mal ein paar Impressionen. Für dieses Spiel. Weiter geht's. Bulli gewinnt München. Schneller Schuss. Rohr mit dem Schoner und ab ins Fangnetz. Gewinnt Augsburg das Bulli vor dem Tor. LeBlanc über die Bande. Hafenrichter kommt nicht ganz ran vorne. Wolf. Boah, gut mitgespielt. Hafenrichter bringt die Scheibe raus. LeBlanc kann nach vorn gehen. Joe LeBlanc mit dem Spin-Move. Zurück zur blauen Linie. Schuss von Valentine. Rechts vorbei. Da hätte eigentlich vorher abgepfiffen werden müssen, weil die Scheibe ein Augsburger Spieler in der Bande berührt hat. Ja, Schuss zum Tor der Augsburger. Da gibt es einen kleinen Verkehrsunfall. Das Spiel ist unterbrochen. LeBlanc, McNeil und Roy sind da quasi ineinander gelaufen. Mit einem Münchner noch mittendrin. Ja, die Scheibe wohl einen Augsburger im Kopf getroffen. McNeil. Hier sehen wir nochmal LeBlanc auf der anderen Seite. Schönes Spinorama. LeBlanc ist sehr guter Schlittschuhläufer. Ja, problemlos durch Raum schafft und mit dem Kopf gleich wieder oben hat, um seinen Mitspieler zu suchen. Bortnatschak. Button. An der Bande lang. Nochmal Bortnatschak. Mitchell in der Rundung. Was sie haben, kriegen sie die Scheibe wieder raus aus dem eigenen Drittel. Nächster Anlauf, der Red Bulls bleibt an der blauen Linie hängen. Augsburg kommt mit Schmülz und mit White, Matt White, links vorbei. Von der blauen Linie, nochmal über die Bande hinter das Tor. White. White zum Tor, kurzer Pfosten da abgefälscht von Gill. Raus zu Schack.
so wieder raus damit. Wurfs. Christensen. Christensen sind jetzt die letzten paar Wechsel mit Mauer und Mauer guter hier. Pass. Mauer abgeblockt. Bleibt im Spiel. Christensen jetzt mit Mauer und Wurfs in der ersten Reihe. Zurückspielen. Boyle. Haut mal drauf aus der neutralen Zone. Boah, in die Fanghand. Und Bulli. Im Drittel der Panther. Die letzten 5 Minuten sind angebrochen. Und man merkt es auch heute wieder an diesem Spiel und eigentlich der gesamten Serie. Der Wille, den die Augsburger Panther hier an den Tag legen, das ist schon beeindruckend. Mohamed Ali hat mal sowas gesagt wie: Wille und Können entscheiden darüber, wer gewinnt, aber es muss immer ein bisschen mehr Wille als Können vorhanden sein. Und wenn wir das so ein bisschen ins Vergleich nehmen, dann ist sicherlich die individuelle Klasse bei München etwas höher als bei Augsburg. Aber der Wille, der Zusammenhalt bei Augsburg, der hält hier extrem gut dagegen über diese 6 Spiele. Von dem ersten Tag an auch schon in der regulären Saison, der Wille, den sie gezeigt haben, ist einfach erstaunlich. Hafenrichter, spitzer Winkel aus den Brücken. Leblanc zur Blauen. Lamp spielt wieder tief. Peer. Immer noch das entscheidende Tor. Er holt die nächste Strafe raus. Adam Peer. 4:19 vor dem Ende. Im Englischen gibt es noch ein Sprichwort. Das heißt, hard work beats talent. If talent does work hard. Also auch harte Arbeit, wenn du Talent hast. Bringt es dir nichts, wenn du nicht hart arbeitest. Seidenberg auf der Strafbank wegen Beinstellens. Sehr ungünstig jetzt. 4 Minuten vor Schluss, 4 Minuten 19 vor Schluss. Nochmal in Unterzahl. Wird München jetzt gehen, wenn sie eine Konterchance bekommen sollten in Unterzahl. Wir wissen, München macht das eh ganz gern, aber gerade jetzt in dieser Phase werden sie sicherlich auch, wenn sich die Gelegenheit bietet, versuchen hier zum Abschluss zu kommen, auch mit einem Mann weniger. Augsburg kontrolliert erst einmal den Scheibe. München immer noch nur mit einem Vorchecker hier in Unterzahl. Wenn sie es wirklich forcieren wollten, würden sie mit 2 kommen. Augsburg im Angriffsdrittel über die Bande, geht die Scheibe rüber auf die andere Seite. Aber München ist dazwischen. Carsten erklärt und kann dann zum Wechsel fahren. Aber noch eine reichliche Minute mit einem Mann mehr hier für Augsburg. Schmölz hat da eine Bahn frei. Schmölz! Rechts vorbei. Nochmal Schmölz. Perl. Augsburg hat jetzt die Kontrolle. Hat die Aufstellung. McNeil. Nee, der Pass funktioniert nicht. Gill versucht dann nochmal die Scheibe festzumachen. München trotz allem nicht hinten rauszulassen. Und die Uhr sich weiter bewegen zu lassen. 30 Sekunden noch Powerplay. Die Augsburger spielen da einfach auf Zeit. Wollen das ganz Überzahl aufziehen groß. Jetzt ist der Wolf bei Hager. Wolf gehen hier. Wolf. Landwort McNeil da defensiv in Position. Scheibe ist wieder bei Augsburg. Letzte Sekunden dieser Überzahl laufen runter. Augsburg kommt nochmal. Sahir Gill. Wartet dann nochmal ab. Oh, den hat Michi Wolf erkannt. München ist komplett. Wolf mit dem Schuss in die Fangen von Roa. Und der geht dann doch lieber auf Nummer sicher. Und entscheidet sich für das Bulli. 2:12 noch auf der Uhr. Also aus Münchner Sicht Schritt 1. Erfolgreich dieses Powerplay hier zu überstehen. Und jetzt hat man noch etwas mehr als 2 Minuten. Schauen wir nochmal hier auf die Chance von Schmitz.
in diesem Powerplay. War der Verteidiger ein Stück weit zu Ende. Die Außenlinie war offen und Schmölz kam mit sehr viel Tempo und einen guten Pass herausgespielt. Oliver Oliveira, sein Gegenüber, noch im Tor. Denn hier aus den Birken, wir werden einen Blick drauf werfen. Wann geht er für den extra Angriff? München mit Mitchell. Über die Bande. Burg tief gespielt. Christensen. Jetzt kommen wir hoch zur blauen Linie. Erster Passversuch fehlgeschlagen. Mitchell jetzt an der Bande. Christensen. Aus den Birken immer noch im Tor. München mit Parks. Unterm Tor. Parks versucht es vor das Tor zu bringen. Spitzer Winkel, Scheibe zur Seite weg. Mitchell wieder zurück zur blauen Linie. Seidenberg. Parks. Hinters Tor. Christensen. Joslin macht er mit. Mitchell. Und Trevor Parks hält den Puck auf der blauen Linie. Jetzt aber abgefangen von Augsburg. Aus den Birken immer noch im Tor übrigens. Hafenrichter, Spitzerwinkel. Denny aus den Birken greift ein. Puck springt aus dem Spiel. Jetzt müssen die Münchner unbedingt nochmal einen Bulli-Gag ins Dritte machen. Oder bekommen. Mit einer Timeout, damit sie den Play haben. Und sie nehmen hier schon die Timeout. 73 Sekunden auf der Uhr. Und es ist so ein bisschen das Spiegelbild von Spiel 5 vom Mittwoch. Aber eben heute zugunsten der Augsburger. Da war es München, die im zweiten Drittel im Powerplay das einzige Tor erzielen konnten. Und dann das im letzten Drittel ziemlich souverän runtergespielt haben. München. Heute tun sie sich schwer, gerade hinten raus nochmal zuzulegen. Geht nochmal was hier in den letzten Sekunden dieses Spiels. Oder haben wir heute das 1:0 für Augsburg. Und Spiel 7 am Dienstag in München. Keine große Ansage von der Münchner Bande, was sie machen wollen. Ja, defensiv brauchen wir. Brauchen sie bestimmt nicht reden, sie wollen in der Offensive einen Bulli und da ein Play machen. Vielleicht war das auch die Ansage, Bulli, gegnerischen Drittel und dann nochmal die erste Reihe für den Bulli rausbringen. So, Bulli geht hier erstmal an die Panther. Das bringt schon mal wieder ein paar Sekunden. Immer noch am Puck, da Adam Payer hinter das Tor, weit vor das Tor gegangen mit der Rückhand. Aus dem Hirn. Nochmal tief, viel Zeit rausgeholt hier von Augsburg. Nochmal die Möglichkeit, Adam Payer kommt nicht ran vor dem Tor und jetzt Vokes mit dem Pass nach vorn. Aus dem Birken geht vom Eis, Tor ist leer bei München. Der extra Angreifer drauf, hat seinen Schläger verloren. Aber Augsburg bringt die Scheibe weg, rechts vorbei, Icing. 29,1 Sekunden auf der Uhr. Jetzt gibt es das Bulli im Drittel der Panther. Und jetzt die nächste Auszeit. Nach dem Icing gibt es noch mal eine Chance, ein paar Sekunden länger durchzuschnaufen. Aber Mike Stewart hat da noch mal die Tafel in der Hand. Er hatte seine Top-Reihe schon davor auf dem Eis, Mike Stewart. Wollte jetzt noch mal besprechen. So, während die Auszeit läuft und wir noch 29 Sekunden zu spielen haben, schauen wir auf das bislang einzige Tor in diesem Spiel. 5 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels ist es gefallen. Adam Payer, der Torschütze, könnte heute einer der Helden sein, neben Rohr, wenn es dabei bleibt. Mit seinem ersten Playoff-Tor in dieser Saison. Kein was, schlechtes Teil. Was für ein wichtiges, wollte ich gerade sagen. Wahnsinn. Wichtiges Bulli jetzt auch, mit 29 Sekunden auf der Uhr. Vor dem Kasten von Olivier Rohr.
Mitchell gewinnt das sauber nach hinten. Jocelyn mit dem Schuss. Oh, hält. Nachschusschance. Rückhand. Einmal quer durch den Torraum. Und zur Bande. Und dann geklärt. Und dann gibt es kein Icing, weil Augsburg das Rennen gewinnt. Und die Chance ist da zur Entscheidung. Nicht genutzt. Nur noch 10 Sekunden. Matt White hält da den Puck. Und sie müssen nicht mehr viel machen, aber sie treffen ins leere Tor. Game over. Augsburg gewinnt Spiel 6. Das 2-0, 6 Sekunden vor dem Ende und es war, glaube ich, wieder Adam Payer, der hier dieses Tor macht. Ausgangspunkt ist schon der Einsatz von White, werden wir gleich nochmal sehen, der eben das Icing negiert. Vom Pulli weg, sehen wir nochmal die Chance von Jocelyn. Seitenberg knapp am Tor vorbei. Jocelyn kann die Scheibe nicht drin behalten und White. Hätten da schon fast machen können. Und dann ist es am Ende Payer, der das Ding auf spitzen Winkel reinschiebt. Das Spiel ist aus. Die Augsburger Panther gewinnen Spiel 6 mit 2-0 und erzwingen Spiel 7 am Dienstag in München in dieser Halbfinalserie, die uns damit alles gibt, was sie zu bieten hat. Der erste Shutout von Roa in dieser Serie, in diesen Playoffs. Was für eine Charakterleistung auch wieder von Augsburg, die hier sich nicht geschlagen geben nach den zwei Niederlagen zuletzt. Die hier fighten bis zum Ende. Und die zum richtigen Zeitpunkt natürlich auch dieses Tor gemacht haben. Adam Payer ist der zweifache Torschütze. Wir haben zum ersten Mal in dieser Serie einen Sieg mit mehr als einem Torabstand. Das als kleine Randnotiz und wir erleben ein entscheidendes siebtes Spiel. Runter zu Sascha Pondermann. Michi Wolf ist bei ihm schon am Mikrofon. Michael Wolf, eine Wahnsinnsserie, sage ich mal, neutral, wo man vor allem auch als Gegner, mal fangen wir mal so an, den Augsburger ein bisschen Respekt zollen muss, was die abliefern? Ja, natürlich. Aber das wissen wir schon länger. Die ganze Serie, jedes Spiel war, ich glaube, mit einem Tor. Und gut, jetzt haben wir Spiel 7 und so ist es in den Playoffs manchmal. Was hat es denn heute so schwierig gemacht? Ihr hattet ja viele Möglichkeiten, natürlich auch ein paar 5-auf-3-Situationen. Ja gut, es ist schon die ganze Serie so, dass wir oft das Spiel machen, viele Chancen haben, aber letztendlich keine Tore schießen. Und umso länger das Spiel natürlich 0-0 steht, umso schwieriger wird es natürlich am Schluss. Und sie haben heute das eine Tor mehr geschossen am Schluss, aber das müssen wir jetzt abhaken und jetzt spielen wir am Dienstag nochmal. Das zu Hause, danke Michi. Also heute kein Tor für München in diesem sechsten Spiel. Sie haben die Chance, in zwei Tagen die Serie trotzdem noch zu gewinnen zu Hause. Aber es ist mächtig Gegenwehr und der weht entgegen von Augsburg. Christoph Ullmann war heute wieder mit dabei und er steht jetzt bei Sascha Bandermann. Ja, fangen wir mal so an. Erstmal Glückwunsch, Christoph Ullmann. Erstmal vorneweg. Wie war es? Wieder zurück auf dem Eis? Sehr schön. Aber ich war die letzten paar Tage auch schon auf dem Eis. Ja, jetzt aber hier in der Serie drin. Ja, ich will nicht über mich reden. Die war wichtig, der Sieg heute, das war unglaublich wichtig. So die letzten paar Spiele war ich in der Kabine dabei, heute wieder am Eis. Das ist wunderschön und ich freue mich jetzt unglaublich auf Dienstag. Was steckt in dieser Mannschaft drin? Sie haben das auch von außen schon immer gesagt, dass diese Mannschaft unglaublich viel Charakter hat. Inwieweit hat man das heute gesehen? Ich glaube, dass der Spaß, den wir in der Kabine haben, die Geschlossenheit und der Zusammenhalt, spiegelt sich großteils auch auf dem Eis wieder. Wenn es irgendwie irgendwo in der Kabine nicht stimmt, dann hakt es auch immer zwischendurch mal am Eis. Und das passiert bei uns momentan leider überhaupt nicht und ist auch den ganzen Saisonverlauf nicht passiert. Die Mannschaft hat heute natürlich vor allem auch viel in Unterzahl agiert, das immer wieder gekillt gegen München, viele Chancen weggenommen. Aber auf der anderen Seite, was gibt Ihnen jetzt in Spiel 7 natürlich in der Fremde den Glauben, dass man vielleicht wirklich ins Finale einziehen kann? Wir haben keinen Druck. Also wir freuen uns unglaublich auf das Spiel 7. Wir hatten in der Viertelfinalserie schon Spiel 7, haben dem entgegengefiebert, machen das jetzt wieder, wollen uns jetzt heute Abend gut erholen, gut essen und dann einfach mit wahnsinnig viel Vorfreude nach München fahren. Wir freuen uns auch auf Dienstag, danke. Danke. Und dann der Hinweis an alle Sport1-Zuschauer, danke fürs Zusehen und Christoph Ullmann hat das ja gerade auch schon gesagt, es geht weiter in dieser Serie mit dem entscheidenden siebten Spiel, dann in München, das am Dienstagabend. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Sag schon mal für die Sport1-Fans, tschüss hier aus Augsburg.
Also die Serie hat es auf jeden Fall absolut verdient. Dieses 7. Spiel dann übermorgen in München. Das wird ein Fest, ein Eishockey-Fest, definitiv. Da sollte man unbedingt dabei sein. So, nochmal runter aufs Eis. Ja, danke an Franz Büchner. Ja, finde ich auch. Diese Serie hat Spiel 7 verdient, überhaupt keine Frage. Jochen, wir wollen das nochmal abschließen, ein bisschen abrunden und auch nochmal einschätzen. Christoph Ullmann hat gerade gesagt, Spiel 7, wir haben doch gar keinen Druck. Wir fahren dann nach München und natürlich können wir das auch gewinnen. Ist natürlich ein bisschen untertrieben, weil Druck hat man schon insofern, als dass man auch ins Finale einziehen will. Aber vielleicht mit einer anderen Art der Herangehensweise, weil sie natürlich nicht der Favorit sind, trotz dieser Hauptrunde Platz 3. Natürlich, München ist in dieser Serie am Anfang der Favorit gewesen als Titelverteidiger, als Vorrundenzweiter. Haben sie natürlich die Favoritenrolle verdient gehabt, aber Augsburg hier ist auf Augenhöhe und kämpft unglaublich in den Spielen, hält die Spiele eng und machen eine unglaubliche Serie. Wie groß ist das Problem für dich aus Münchner Sicht, dass sie einfach auch zu wenig Tore schießen? Auch heute natürlich wieder keinen. Ist natürlich ein Riesenproblem. Ja. Wenn du eine Münchner Mannschaft bist mit der Qualität und dann jetzt hier in Augsburg kein Tor schießt und davor ein Tor. Eigentlich muss man 3 Spiele gewinnen, um 3 Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen, so rum. Und man immer nur 1 oder 2 hinbekommt, wird sehr schwer. Da muss man sehr auf seine Torleute vertrauen. Natürlich in den Playoffs auch sehr wichtig, aber das ist hinten raus fast unmöglich. Ja, unglaublich. Und es geht weiter. Wir haben das ja schon im Vorlauf gezeigt, auch in der Grafik. Es ist weiterhin eben das Spiel mit nur einem Torunterschied, das zum 6. Mal, und das gibt es auch erst zum 2. Mal überhaupt nach 6 Spielen, dass es weiterhin so eng bleibt. Und wir können jetzt auch schon festlegen, Jochen, übrigens, es wird die längste Serie ever. Ja? Okay. Ja, mit mindestens 504 Minuten. Vielleicht kommt noch was hinzu. Hoffentlich wird das 7. Spiel genauso eng und nicht so wie Düsseldorf-Krefeld. Damals, genau. Richtig, hast du im Kopf mal. Habe ich aufgepasst. War 5-0, genau. Das kann man sich bei dieser Serie nicht vorstellen, aber alles ist möglich. Wir gucken.